Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Irrungen und Wirrungen in den Fußstapfen des Sven Eisenbart. Ja, und zwar suche ich immer noch den zweiten Hinweis. Das ist jetzt am gleichen Tag hier aufgenommen wie der vorige Teil. Also habe ich mich jetzt entschieden, doch weiter wegzugehen. Quatsch, heißt weiter wegzugehen, sondern an diesem einen Weg hier hoch, wo die ganz vielen Varane auf mich warten. Und das ist eine heikle Angelegenheit, weil Varane, naja, die machen mich mehr als platt. Tja, was mache ich denn da bloß? Ich kann da wieder nur ab durch die Mitte oder so. Schauen wir mal. Also hier war ja gleich einer. Hallöchen. Opöchen. Ne? Ah, hier ist es echt übel. Ja, ja. Die wecken und strecken sich. Ah ja, toll. Ja. Lüt von der Süd. Mensch, jump doch mal und nicht gegen den Pfosten. Ja, ich glaube, die schaffe ich nicht. Oder? Schaffe ich die doch, indem ich sie austrickse? Ah, ich bin so am Bluten! Kann ich jetzt einfach nur hier Richtung... Nee, das ist mir zu viel! So viel Varan! Dann haben wir hier doch irgendwie so einen Unterweg. Ja, zum Glück nicht so. Okay, ich bin safe. Mein Gott, ich bin safe. Sowas von safe. Klettert hier noch nicht mal. Oh, doch jetzt. Ja, ergo, ist man safe, trinkt man was Leckeres. Mal gucken, wenn hier irgendwo etwas ist, wo man hochklettern kann. Da hinten sind sie. Sieht bis jetzt noch nicht so aus. Das sind aber viele Heinis da hinten. Schaffe ich doch niemals. Auch noch nicht zum Hochklettern. Verreck die Henne. Verreck die Henne hier. Okay, geht schon mal in meine Richtung. Hallo, spring mal ein bisschen. Und dann ziehe ich mir meine Waffe, drehe mich schnell um und... Der grüne Varan läuft an mir vorbei. Treffe ich ihn eventuell? Was? Der hat Tollwut. Okay. Jetzt hat er seine KI geändert oder seine Entschlusskräfte. Kann sein, dass er jetzt... Nee, doch nicht. Hallo, hier geblieben. Ach nee, das ist zu müßig hier, wenn du immer nur hin und her läufst. Oh, der bewegt sich gar nicht. Dann bleib doch mal stehen. Nein. Nicht ins Grüne schießen. Ins grüne Tier, bitte. Und noch ein Schuss. Noch einen treffenden Schuss. Nur zwei. Okay. Fieses Teil erledigt. Oh, guck mal. Eine Waldbäre. Ja, das grase ich gleich ab. Ich will erstmal wissen, wo da... dieser Vorsprung sein sollte. Mein Gefühl sagt, ich bin ja eigentlich schon ganz in der Nähe.
Oh, der ist ja schon angelutscht. Der grüne Waran hier. Warum ist denn der schon so angelutscht? Ah, der andere hat mich gleich gerochen. Gucken, kommt der hier hoch? Nee. So. Machen wir hier nicht so den Zappel, Philipp. Die Pfeile könnten noch ein bisschen schärfer und spitzer sein. Okay. Ja, er guckt nach unten. Ganz nah an dem drin. Das wollen wir natürlich nicht, liebe Leute. Wir wollen erstmal speichern und gucken, wo sich... Ah, da sind noch zwei. Ist noch einer von der Geschichte? Da hinten noch einer. Ist denn hier was zum Hochklettern? Nee. Ja, okay, mach mal den Moon auf. Mein Gott, ich kann ich doch in Hand umdrehen pieksen. Jawohl. Da war der Ledierte. Okay. Eine Höhle? Nee, das sah eben so aus. Und es ist dunkel. Naja, in meinem Schnitt mache ich ein bisschen Farbkorrektur. Dann seht ihr das etwas heller. Gerade für solche Eventualitäten. Oh, das ist gut. Bleib auf der Seite. Bleib auf der Seite. Jagen im Abendgrauen. Triff doch mal was. Ja, ich bin immer noch im grünen Waran. Ich bin der Meinung, es ist der letzte da hinten. Von der... Kurz bevor ich den zweiten Hinweis kriege. Nicht zu holen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Ah, so dunkel, liebe Leute. Hätte ich mir doch einen Schlafsack kaufen sollen. So, zum alten Friedhof geht's hier. Ach, das war doch irgendwas mit dem Stammler. Ah, da kommen wir später noch hin. Ja, und jetzt soll es irgendwas geben, wo man hochklettern kann. Also das sieht nicht danach aus, dass es das hier wäre. Aber das ist es. Da gebe ich meine Hand für ins Wasser. Oh, ich höre wieder was. Ach. Mr. Varanix ist auch wieder dabei. Na, wo bist du denn? Na, der hat sich jetzt vertan. Ja. Du sollst nicht deinen Kopf an den Felsen schubbern. Hä? Jetzt. Super. Ja, das sieht doch gut aus. Hier ist ein Trank. Essenz der Heilung. Ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Da ist es. Grobes Breitschwert. Und einen versteckten Beuteanteil. Na, Herr, sei es gepriesen und gepfiffen. Ich hab eine. Oh, das ist eine Schnitzeljagd hier. Oh, heute heißt es Schnitzeljagd. Überlege ich mal gerade, was ich heute mir zu essen mache. Schnitzel? Jagdschnitzel? Jägerschnitzel? Ich weiß es nicht. So. Das heißt, zweiter Teil. Dieses Dokument verrät, wo Svens Eisenbahnschatz liegt. Nummer 2. Er steckte und klettere nun wieder nach unten und folge der Felswand. Nach etwa 100 Metern kommt ein neuer Weg, der nach oben führt. Lass den Weg aber rechts liegen und folge dem Felsen entlang. Nach weiteren 100 Metern öffnet sich rechts eine Höhle. Wenn du Manns genug bist, gehst du nun in die Höhle. Am hinteren Ende der Höhle findest du den Anker der Black Betty. Oh, Black Betty. Ich werde wieder abwegig. Ja, aber es ist so ein lustiges Lied aus den 70ern gewesen. Keine Ahnung, wer den dort hingeschleppt hat. Dort findest du den nächsten Hinweis, der dich zum Schatz führt. Ist das die Höhle mit diesen lustigen roten Kristallen? Ich weiß es nicht. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir hier absolut im Dunkeln stehen. Im Dunkeln stehen, im Dunkeln stehen. Und deswegen, wir
werden wir mal eine Fackel entzünden, damit wir dann was sehen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja direkt beim Wasserfall. Wasserfall. War hier nicht noch ein Varan? Hallo, wo bist du, Varan? Hab dich eben gehört. Hast du dich schlafen gelegt? So, jetzt gehst du nun wieder zurück. Richtig. Hier sind wir ja hoch. Nochmal. Zur Sicherheit lesen. So, jetzt gehst du wieder zurück. Nach 100 Metern öffnet sich eine neue Höhle. So, und dann kommt ein neuer Weg, der weiter nach oben führt. Lass den Weg aber rechts liegen. Folge dem Felsen entlang. Also den Weg rechts liegen lassen. Wie soll ich denn das machen? Den kann ich gar nicht mitnehmen. Okay, also ist dieser Weg mit gemeint, dass ich den rechts liegen lasse. Oder? Bin ja so dull. Nee, das ist hier mit gemeint. Hier ist es mit gemeint, bestimmt. Oh Leute, nee. Das ist hier echt mit gemeint. Da tut sich eine Höhle auf. Ah ja, das ist ja das mit den Varänchen. Wenn du Manns genug bist, heißt es. Oder ist das wieder hier dieser Weg? Ist das der mit gemeint rechts liegen lassen? Ah ja. Waldbeeren. Ja. Waldpflanzen. Ergo war ich hier noch nicht, oder es hat sich was Neues in der Sparte. Zum alten Jagdhaus. Hä? Ich drehe mich im Kreise hier und ich habe keine. Ja, nein. Hallo, spring doch mal was. Oh, der springt sogar mit Fackel in der Hand, das ist gut. Seid ihr noch da? Ja, okay. Ach, das sind drei Stück. Dreh mich um, wollte ein bisschen Abstand gewinnen und schon. Okay, da hinten ist der nächste. Okay, die Fackel ist eine gute Orientierung, wo ich war. Na? Es ist wieder mal dunkel. Hier ist ein wilder Wolf, ja. Ein paar Wölfe zu viel, würde ich sagen. Nimm meine Fackel lieber wieder mit. Nicht zu holen. Was? Jetzt. Da ist doch was. Wusste doch, dass da noch was ist. Zum alten Jagdhaus. Kommt mir auch bekannt vor. Ah, noch eine Waldbeere. Schnelle Speicherin. Ja. Oh mein Gott. Zwei Stücke gleich. Ah, Mann! Hau den Wolf auf den Schopf. Scholf! Nächster kommt aus dem Hintergrund der dritte an. Ja, schade, schade. Fuchs, du hast den Wolf gestohlen. Gib ihn wieder her. Gib ihn wieder her, sonst wird dich der Roland holen mit einem
Naja, Schießgewehr nicht, aber mit seiner Lorette-Degen-Geschichte. So hast du mich. Für keinen. Doch jetzt. Jetzt ist der andere aufmerksam geworden. Jetzt rennt der Goldene. Waffe ziehen. Oh, es sind drei. Es sind drei, Leute. Ob ich es mit denen aufnehmen kann? Ich habe es geschafft. Wow, mit drei wölfenden Wölfen. Und eine Heilpflanze. Die hat sich aber nicht eingemischt. Nicht zu holen. Ich habe doch drei gezählt. Wo ist denn der dritte? Da ist der dritte. Oh, der. Ja, so. Also. Okay. Auch diese Dreierschlacht hat mich doch ein wenig Leben gekostet, die es jetzt aufzufrischen gilt. Und auch mal speichern wir müssen. Dann dürfte jetzt dieser Bereich frei sein. Aber noch nicht so genug, dass wir hier was sehen können. Ich möchte doch ganz gerne mit der Fackel führen. Roland führt die Fackel. Die Waldbeere auch. Wenn wir ganz leise sind, dann tut sich hier eine Höhle auf. Da war doch was. Ist das die Höhle? Nein, das ist ein Wolfsgeräusch. Nicht schon wieder. Ach, da unten. Aber da ist auch noch einer hier. Okay, aber nicht so nah genug, dass ich dann hier eventuell... Ist doch die Höhle, ne? Ist das die Höhle? Ist das die Manns genug Höhle? Ich höre nur Zeug. Das ist ja volle Überraschung hier. So, ich möchte den dritten Hinweis hier haben, bitte. Und zwar ohne irgendwie großartigen Schattenläufer oder sowas. Butlerfleisch. Das könnte ein Hinweis sein. Wir wissen es nicht. Hier in irgendwelchen Ritzen tut sich eine Höhle auf. Dahinter verbirgt sich was. Oh, Moment, da hinten geht's weiter. Was gibt's da? Ah, noch nicht viel. Ja, was war das? Gäskese. Irgendwas Spinnenartiges. Aber klein. Ja. Wie oder was oder was oder wie? Hä? Giftige Spinne. Okay. Nicht zu holen. Nicht zu plündern. Das heißt also, ich kann kein Gift ausdrücken. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Leute! Oh, da war eben... Spooky eben. Also, das ist ja ein Kram hier. Giftige Spinnen von überall. Das ist eine lebendige noch. Und hier ist auch noch eine. Wie viele sind es denn noch? Kommen die jetzt alle auf mich zu, oder was? Ja, und ich bin jetzt schön verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich hergekommen bin. Ah, hier. Moment mal. Das könnte sein, dass ich hierher gekommen bin. Aus der Richtung gekommen bin. Wollen wir mal gucken? Ja. Gut. Dann lasse ich die Fackel da nämlich schön liegen. Moment, ich muss mal husten. Ja, so die restlichen... Die restlichen Überbleibsel meiner Erkältung. Oder Grippe. Ich glaube, das war eine Grippe, so schnell wie die kam. Konntest du gar nicht gucken. Oh, Dunkelpilze.
So, es soll ja von einer Höhle die Rede sein, wo irgendwo ein Anker liegt. Müssen wir mal gucken hier. Hier bin ich dahin. Hier bin ich. Oh Gott. So, ach, Spindchen kommen an. Da ist eine Spindel. Tippel, 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 tippel. Die ist von da gekommen. Oh, da hinten liegt was. Da flackert was. Ist das jetzt das, was ich denke, dass es ist? Oder verbirgt sich hier noch was? Nee, okay. Schwere Wunden heilen. Mana-Extrakt. Kleiner Feuersturm. Wow. Elixier der Heilung. Rostige Axt geschärft. Wie kommt die denn dahin? Glaube, ich nehme den Spruch mal. Schwere Wunden heilen. Mal mit. Und wo ist denn das jetzt, das Kreuz? Hier ist es das. Leichte Wunden heilen. Ach, das mache ich doch mal. Oh, ich höre einen Schattenläufer. 7. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier, leichte Wunden heilen. Ist jetzt die 7. Hat das nicht angenommen eben? Okay. Okay, da bin ich nämlich auch wieder ein bisschen geheilt. Und jetzt, ja, alles klar. Alles klar, wenn du Manns genug bist, mit dem Schattenläufer gegenüber. Ich habe ja schon mal einen genatzt. Ist er das noch? Nee, das ist Textur, Leute. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sich nochmal speichern, sorry. Stopp mal. Das ist irgendwie so ein kleiner Unterschlupf oder irgendeine Spalte gewesen. So, hier war der Schattenläufer. Kein Bock. Also, dann gehen wir mal hier in die Mitte rein. Schnapperkraut. Jetzt muss ich niesen. Oh, weia. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt rausschneide. Also das mit dem Niesen. Wenn ihr es noch ein bisschen ansatzweise gehört habt, dann habe ich es nicht rausgeschnitten. Ja, ich bin jetzt hier in so einer Höhle. In Hoffnung des dritten Hinweises von dem Sven Eisenbart, einem alten Seefahrer. Da ist er, der Schattenläufer. Zu finden. Doch leider hält mich dieser Schattenläufer ein bisschen auf, der sich hier befindet. Genau. Das heißt, ich muss mal versuchen zu kontemplieren und zu überlegen, wenn ich mal kurz abspeichere. So, auf leisen Sohlen werden wir uns den Schattenläufer erstmal holen. Oh, nur ein bisschen. Und da ist was. Das sieht nach einem Anker aus. Wo ist denn jetzt der Schattenläufer? Ich. Gucken, gucken, gucken. Da ist er nicht. Er ist doch hier in der Nähe. Bestimmt hier Verstecke deit. Da ist er. Hoffentlich hat er mich jetzt. Nee. Ah, er ist im Dingsmodus. Sehr gut. Er ist im Verfolgermodus. So. Wo bist du denn? Da ist er. Da ist er. So, ich kann nur hoffen, dass ich jetzt eine Chance habe. Ah. Es wird geworden, das ist schon mal gut. Ah, toll.
Nachdem ich zigmal versucht habe, den Schattenläufer auf irgendeine Weise mit einem Pfeil und Bogen zu... Naja, irgendwie wieder zum Strecken ging es nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, will ich ihn mal in die Flucht schlagen. Also mit Angst hier. So, gucken, ob der Angst bekommt. Nee, nicht so weit dran. Und? Du hast mich doch hier... Oh, ja, super. Er haut ab. Die feige Sau haut ab. Das ist gut. Dann können wir auch zu dem Anker gehen. Und den dritten Hinweis des versteckten Beuteanteils, hier ist er, von Sven Eisenbart lesen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann werde ich aber erstmal zum Ausgang hingehen. Nicht, dass es irgendwo Komplikationen mit dem Schattenläufer gibt. Wow. Oh, na. Komplikationen mit Wölfen. Mal wissen. Lässt ihr mich bitte schön den Dings lesen, den Brief? So. So, 1, 2, 3. Versteckte Beute 3. Gehe wieder zurück zum Anfang deiner Suche, die Mündung des Flusses. Gehe nur den Strand entlang in Richtung des großen Berges. Schwimme, sofern du dessen fähig bist, um den ersten Felsvorsprung herum. Du solltest jetzt am Eingang einer kleinen Grotte stehen. Am Ende der Grotte liegt ein schwarzer Stein. Direkt daneben habe ich einen Teil meines Schatzes versteckt. Sven Eisenbart. Ja, sehr, sehr aufschlussreich. Ja, dann machen wir das auch. Aber da hinten habe ich noch Wölfe gesehen. Gucke ich mal, ob ich die... Oder zumindest einen. Den noch kriege hier. Ja, okay, hat mich. Er hat mich. Er hat mich im Visier. Mach doch mal was hier. Da hinten in der Ecke müssen auch noch welche sein. Und zwar ganz schön viele, da habe ich keinen Nerv jetzt drauf. Okay, absolut zurück zu diesem Strand da. So, hier sind wir. Und sofern wir des Schwimmens mächtig sind, sollen wir hier um diese Klippe herumschwimmen. Wo habe ich das gelesen? Oh, ich blute. Ich mache den Sandstrand, mache ich schmutzig, das geht nicht. Kann ich das hier verhindern, indem ich einen roten Trank trinke? So. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch richtig mache. Also so weit herumschwimmen, dass ich vom Eingang einer Grotte bin. Hier. Ach, nee. Ja, toll. Naja. Ich weiß nicht, wie man einen Wassergolem bezwingt. Müsst ihr mal bitte mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall werde ich erstmal zurück in die Stadt von Tamora, nachdem ich ein bisschen hier Blauflieder gemampft habe. Ja, Moment, was gibt's denn noch? Feuernessel. Feuerwurzel, genau, richtig so. Ja. Haben wir jetzt gemacht. Tamora Stadt. Wir konnten leider noch nicht alle Hinweise von König Eisenbart, nee, von Sven Eisenbart aufsammeln, weil ja diese blöden Spinnen da und dieser Wassergolem da uns total im Wege stehen. Die Spinnen, die finde ich nicht so schlimm. Die waren ja, also diese Giftspinnen, die waren ja nicht so schlimm. Nur dieser Wassergolem, Leute. Der Wassergolem, der ist schlimm. Wie sieht es denn eigentlich mit meinem Befinden aus? Naja. Das sieht auch eher gewagt aus. Dann der versunkene Turm. Ich habe einen Brief des Schatzjägers gefunden. Angeblich soll es einen versunkenen Turm bei Tamora irgendwelche Schätze geben. Wo ist dieser Turm? Wo ist der wohl? Das Geheimnis des Dieners, vergrabener Schatz. Da war ich ja die ganze Zeit dabei. Okay. Erzwaffe, ja.
Dann gucken wir mal weiter. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Ein Stück Gold. Das sieht nicht gut aus. Dann werden wir an unseren Lieblingshändler Finko mal ein bisschen was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Und er hat nämlich hier diese lustige Ziegenfell-Schlafsack-Montur hier. Ja, verkaufen wir ihm mal so ein Grinzzeug. Was ist das? Ach, das ist die Golem-Schutzrüstung. Na, da will er nur 195 für wieder haben. Ah, das ist Mist. Die hat mal, glaube ich, 1200 gekostet. Ja, was verkaufen wir ihm? Am besten irgendwie so ein Fell, also ein Keilerfell zum Beispiel. Dann Feldräuberzangen. Die nicht. Haut eines Reptils. Ja, komm mir mal voll in die Fresse, du Heinz da. Sorry. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Gold machen. Denn ich könnte ja bei Telem was kaufen. Einen guten Spruch, um den Golem irgendwie zu bezwingen. Jetzt habe ich die Schafsfelle auch noch verkauft. Okay, nicht schlimm. Ja. Gut. Dann haben wir das gemacht. Und irgendwas habe ich noch nicht geöffnet. Und zwar hier diese Muschel. Die nicht Mupfel zu holen. Ja. Stefan. Hast du noch was zu sagen zu dieser Folge? Ende. Ja. Ruben. Ralf. Wir. Hast du noch was zu sagen? Nein. Und sonst? Herrgott, zack. Ich bin echt total aufgeschmissen jetzt. Wie geht dieser Wassergolem weg? Kann ich denn noch was an der Werkbank machen? Ich habe nämlich noch normale Pfeile. So, geht nicht. Das ist auch, finde ich, auch irgendwie unlustig. Denn wenn ich im Inventar gucke und ich gucke auf meine Pfeile, soweit ich weiß, habe ich noch zwei normale Pfeile. 50 Bolzen, die könnte ich ja verkaufen. Und 120 geschärfte Pfeile. Da könnte man noch was verbessern oder ich habe einen Denkfehler. Da könnt ihr auch ganz gerne schreiben. Hey du! Was da ist? Kann ich jetzt hier irgendwie handeln? Wie sieht's mit Zubehör aus? Genau. Wie sieht's? Was brauchst du? Ich brauche nix. Ich will dir. Moment, was ist denn hier lustiges? Ach, ein Söldnergürtel. Ich brauche nur diese 50 Bolzen nicht mehr. Die sollst du bekommen von mir. Okay. Ja, dann in diesem Sinne, liebe Leute. Gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge. Wie schon gesagt, gebt mir Tipps im Kommentarbereich und einen Daumen natürlich. Und ich verabschiede mich in diesem schönen, sonnigen, herrlichen, heißen Wetter hier. Ciao!